Nee, der Gerichtstermin war, aber er wird jetzt nochmal, der wird jetzt nochmal sein. Das ist sowieso die krasseste, das ist schon wieder das krasseste, was passiert ist, Alter. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob sich Leute von euch noch daran erinnern können, Blacky One, Dankeschön. Vielen Dank für deinen zweiten Monat. Ich habe ja, das ist ja jetzt schon ein Jahr her, ich habe ja damals ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass mich Polizisten auf Streife angehalten haben, und mir vorgeworfen haben, dass ich ein Handy am Steuer hatte. Jetzt am 10. war ein Gerichtstermin gewesen und da ist einiges komisch abgelaufen, so dass jetzt nochmal der nächste Gerichtstermin wurde jetzt nochmal verschoben. Noch in diesem Monat wird das nochmal kommen, aber ja, ich weiß nicht, inwiefern ich genau darauf eingehen darf. Also sagen wir mal so, es waren 3 Zeugen gewesen und zum Gerichtstermin wurden durch den Termin aber auch nur 2 geladen. Und mit dem ich das meiste Gespräch hatte, also ich habe ja, es gab ja 2 sichernde Polizisten, einer war seitlich zu mir und einer war an der Beifahrerfensterseite und hat die ganze Zeit geleuchtet, ob ich irgendwie eine Waffe oder sowas raushole. Und der, mit dem ich geredet habe, jedenfalls waren nur 2 Zeugen da und der, mit dem ich eigentlich die ganze Zeit geredet habe, war nicht da und ich, keine Ahnung, ich habe zu meinem Anwalt gesagt, was wird denn das jetzt hier? Das ist doch nur hinhalten, weil die wissen, ich habe einen teuren Anwalt und keine Ahnung, vielleicht wollen die mich damit ficken, indem er jetzt nochmal auftauchen muss und noch mehr Zeit investieren muss. Also davon bin ich ausgegangen. Er hat gesagt, nein, das kann er sich schwer vorstellen, aber ganz ehrlich, wieso, der, so gesehen, der Hauptzeuge, der erscheint nicht. Der ist nicht mal aufgelistet im Termin. Ja, aber das ist halt, das ist jetzt die Faktenlage und ich gehe einfach davon aus, dass sie irgendwie, keine Ahnung, dass sie wollen, dass meine Anwaltskosten irgendwie hochgehen. Also davon gehe ich aus. Weil jetzt halt ein zweiter Termin angesetzt wird, ja, der Anwalt muss natürlich auch wieder dahin kommen. So, das sind ja alles Kosten. Das ergibt einfach faktisch keinen Sinn. Ich bekomme eine Vorladung mit 2 Zeugen. Aber da ist nicht der bei, mit dem ich gesprochen habe. Jetzt wurde der nächste Termin nochmal angesetzt. Jetzt muss der Anwalt dann nochmal hin. Dann wird auch der andere Zeuge vorgeladen. Ich weiß nicht, was für einen Hintergrund das hat. Außerdem sind da sehr... Also die Aussagen von den Polizisten waren auch mehr als merkwürdig gewesen. Ja, wann haben Sie meinen Klienten denn mit Handy am Steuer gesehen? Ja, das war an der Verkehrsinsel da vorne. Irgendwelche Leute von euch kennen bestimmt Oranienburg. Ihr kennt bestimmt auch das Schloss Oranienburg. Und vor diesem Schloss ist eine kleine Brücke, wo die übers Wasser geht. Und kurz davor, so 150 Meter davor, ungefähr 100-150 Meter, ist eine Verkehrsinsel. Und die Polizei hat angegeben, dass sie mich im Berufsverkehr abends 100 bis 150 Meter von ihrem Ort gesehen haben, wie ich das Handy in der Hand hatte. Also, sorry. Also, das ist... Digga, das kannst du niemandem erzählen, das meinen die ernst. Ja, ich bin nur wegen Handy am Steuer, vor Gericht. Ja, keine Ahnung. Wir werden gucken, wie das Ganze ausgeht. Ist halt mit unnötig viel Stress verbunden, der nicht sein müsste. Also wirklich nicht sein müsste. Und Guga, Grüße gehen raus an dich, Mann. Wünsche ich dir auch und Dankeschön für den 45. Monat, Alter. Das ist meine Ansage. Jan, die Richterin, ich habe die Richterin gefragt, ob sie die Stelle kennt. Die weiß ganz genau, was ich meine. Digga, das sind 100 bis 150 Meter in dem Winkel im Berufsverkehr. Im fucking Berufsverkehr. Das will man mir erzählen. Dass man mich mit dem Handy am Steuer gesehen hat. Und dann, Alter, auf einmal, ist das geil. Ich war, Digga, und dann auf einmal der gar kein Zeuge war, war auf einmal der Einzige, der es gesehen hat und die, ach, Alter, ich weiß nicht, was dieses ganze Thema soll, was man da jetzt versucht mit mir, ich raff es nicht, ich raff es einfach wirklich nicht. Wieso, anstatt die sagen, es geht doch darum, dass sie mir einen Punkt geben wollen. Und da ich Fahranfänger bin und schon 2 A-Verstöße habe, heißt der 3. A-Verstoß Führerschein weg. Und deswegen bin ich ja vor Gericht. Und warum soll ich eine Strafe und 100 Euro zahlen, wenn ich nichts gemacht habe? Ich habe nichts gemacht. Ich hatte kein Handy am Steuer. Ich fahr doch nicht mit Handy am Steuer an den Polizisten vorbei. Ich bin doch nicht dämlich. Und jetzt haben wir nochmal einen zweiten Gerichtstermin, wo nochmal der Anwalt auftauchen muss, wo nochmal ich auftauchen muss. Mein Gott, Alter, ganz ehrlich, so unnötige Scheiße. Das ist mein einziges Glück. Mein Glück ist, ich hatte ganz doll Angst davor gehabt, dass ich so einen Richter oder so eine Richterin habe, die irgendwie 70 ist. Und wenn ich ihr dann mit Argumenten komme, wie, ich bin der Meinung gewesen, dass die Polizei mich erkannt hat, die so, ja, was, Polizei, da bist du bescheuert. Und das Geile ist, die Gerichtsschreiberin... Moin, egal was andere sagen, ich feier dich immer.
Sydney, danke schön. Vielen Dank für den Fünfer. Danke schön. Look at this beautiful mind. Das Geile ist... Ich meinte, dass Jarl Ulfric ein Huso ist, mehr nicht. Jarl Ulfric, ist es nicht der Typ, der am Anfang von Skyrim auf dieser Kutsche sitzt? Junge! Jedenfalls hat die Gerichtsschreiberin auch bestätigt, dass sie mein Gesicht kennt. Die war etwas jünger gewesen. Und das hat er nochmal untermalt. Auf jeden Fall hatte ich eine relativ junge Richterin gehabt und das war schon mal gut. Und ja, muss man jetzt gucken, worauf es hinausläuft. Ich hoffe einfach, dass der Rechtsstaat da sich für die richtige Position entscheidet. So, ich bin natürlich an einer sehr dämlichen Position. Drei Polizisten haben etwas gesehen oder auch nicht gesehen. Die haben sich ganz schön verplappert im Gericht, keine Ahnung. Was ich gemacht haben soll. Ist natürlich eine schwierige Ausgangsposition, aber dadurch, dass jetzt schon... Naja, müssen wir gucken, keine Ahnung. Komm nicht in den Knast. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass ich meinen Führerschein sonst verlieren würde. Und das würde meine Berufstätigkeit stark einschränken. Führerscheinverlust ist natürlich... Ja, aber... Würde ich dann auch akzeptieren. Ich würde das Beste daraus machen. Ich habe ja schon gesagt, dann kaufe ich mir ein Fahrrad und fahre wieder Fahrrad. Es wäre natürlich schade so. Weil ich dann mein Auto auch verkaufen müsste, so macht er dann auch keinen Sinn mehr. Und dann, naja, so ist das Leben. Was willst du machen? Look at this beautiful man. Oh, für die Anwaltskosten, Victory Geste, Victory Geste. Bagger Driver, dankeschön. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bagger Driver, dankeschön für die 20 Euro und die Übernahme der Überweisungskosten. Danke, 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 danke. Vielen Dank, wirklich. Kranker Typ, Alter, dankeschön. Wie lange bist du noch Fahranfänger? Ich wäre jetzt noch ein halbes Jahr Fahranfänger. Ich habe jetzt 3,5 Jahre meinen Führerschein, dadurch, dass ich ganz am Anfang Unfall gebaut habe und der von der Polizei falsch gewertet wurde, habe ich dafür auch einen Punkt bekommen, obwohl ich weggerutscht bin. Dafür bekommt man keinen Punkt. Wenn man wegrutscht, rutscht man weg. Und die haben, in den Schreiben, was ich von der Polizei bekommen habe, stand, sie haben im zu weiten Bogen die Kurve genommen. So, was gar nicht stimmt, was schwachsinnig ist. Also ich hätte für die Situation gar keinen Punkt bekommen. So, das. Ich wäre kein Fahranfänger mehr. Hätte ich am Anfang gewusst, was passiert. Naja, ist trotzdem unangepasstes Tempo. Nein, du kennst doch die Verkehrssituation gar nicht. Die Fahrbahn war rutschig gewesen. Ich habe mein Auto falsch eingeschätzt, hatte keine Assistenzsysteme, weil das Auto von 97 war und dann ist es halt passiert. In der Probezeit ist trotzdem Unfall, Probezeitverlängerung, safe? Gut, dann nehme ich alles zurück. Ja, aber Fakt ist, ich bin jetzt schon 120.000 Kilometer oder 130.000 Kilometer gefahren mit dem Auto über 3,5 Jahre in 10 verschiedenen Ländern. Und ich fahre mein Auto seit 75.000 Kilometer kratzerfrei, mit nicht einer einzigen Schramme, kein Nichts, null. So, und trotzdem bin ich immer noch der Fahranfänger-Bastard, der genauso belehrt wird. So, das finde ich halt ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? Junge. Ich bin überall gefahren, ich bin durch ganz Europa gefahren, alles. Ich bin mit 7 Meter Wohnmobilen durch Städte gefahren und trotzdem werde ich immer noch als Fahranfänger gewertet. Das finde ich irgendwie schade, keine Ahnung, das nervt mich wirklich. Nini97, dankeschön, vielen Dank für den 7. Monat. Da werde ich irgendwie gleich behandelt, das ist genau wie mit Blitzen, Alter, weißt du? Ich werde in 40.000 Kilometer einmal geblitzt. Oder sagen wir mal, ich werde in 40.000 Kilometer zweimal geblitzt und das wird genauso gewertet wie jemand, der in 1.000 Kilometer zweimal geblitzt wird. Das kotzt mich an, dass es da keinen Unterschied gibt. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch. What you think about a motherfucking bitch. Bitch, you look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it.